Motivation dafür war, dass wir den Film gesehen hatten mit Gift und Gehen und meine Freundin sagte, hier, lass uns mal zum March Against the Monsanto in meiner Hannover gehen. Und wir geguckt haben und gab es nicht. Mikro näher ran. Näher ran, ja besser? So? Okay. Es gab keinen March Against Monsanto in Hannover. Und dann habe ich in meinem Umfeld ganz viele Leute so gehört, die gesagt haben, ja, aber so als Einzelner kann ich ja ohnehin nichts ausrichten. Und schlussendlich waren wir 150 Leute. Heute hat es auch gesagt, dass ihr hier seid, super toll. Und ich kann nur jedem zurufen, jeder kann was machen, weil die Frau, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, nickt man oder nicht, die Frau, die den March Against Monsanto ins Leben gerufen hat, hast du was von der gehört? Tammy Cannell? Schon mal gehört? Tammy Cannell? Nein? Okay, die Frau hat vor 2 Jahren zum ersten Mal ins Leben gerufen, 2013. Und finde ich einen riesengroßen Erfolg dafür, dass eine einzelne Person es hinbekommt, in, ich weiß nicht, wie viele Länder es sind, aber wahrscheinlich über 100 Ländern, den March Against Monsanto am selben Tag stattfinden zu lassen. Ich selber engagiere mich sehr für das Thema gesunde Ernährung, vegane Ernährung vor allen Dingen. Und da ist das Thema für uns natürlich besonders super, super wichtig, weil lasst uns das mal bewusst machen, was Firmen wie Monsanto, was die auf ihrem Plan haben, auf der Agenda haben. Für mich ist Monsanto eine Firma, die per se schon mal überhaupt nichts mit Saatgut oder mit Essen, weder im näheren oder entfernteren Sinne zu tun haben darf. Eine Firma, die im Vietnamkrieg das Entlaubungsmittel eingesetzt hat, damit man die Bevölkerung von oben besser ausbomben kann und töten kann, die hat auf diesem Planeten einfach in meiner Welt nichts verloren. Jo. Gar nichts. So. Und wenn dann noch dazu kommt, dass Monsanto es vorhat, die Weltherrschaft zu übernehmen bei der Verteilung von Saatgut. Also wer bekommt irgendwann mal was zu essen auf dieser Welt, kann das nicht sein. Und ich hatte so vor einer Stunde ungefähr, als ich hier die ersten Leute ankommen gesehen habe, so gedacht, schade, dass so wenig da sind und frage mich, mache ich das nochmal, also mache ich das wieder oder nicht, aber ich mache es auf jeden Fall wieder. Auf jeden Fall wieder. Weil ich finde, auch wenn wir nur 2 oder 3 oder 5 oder 10 gewesen wären, auch das sind dann genau die richtigen Leute, weil die sich engagieren. Natürlich bin ich hoffe, ihr seid es auch ein bisschen, ärgere ich mich trotzdem auch ein bisschen darüber, dass so wenige Leute da sind. Dass ihr da seid, ist super toll, aber für mich zeigt das so ein bisschen, dass unser System, in dem wir alle leben, es wunderbar schafft, uns einzulullen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, dass es mich ankotzt, ich kann es echt nicht mehr sagen, ankotzt, wenn ich samstags morgens und mittwochs morgens den Briefkasten aufmache, diese dämliche Verkaufszeitung da mit hunderten Prospekten rausziehe und ich mache regelmäßig Radio aus, wenn ich irgendwas höre wie Super Framstag oder so etwas. Ja? Ich weiß nicht, welcher hirnverbrannte Vollidiot diesen Werbeslogan gemacht hat, wo Gemüse und Kartoffeln angeboten werden für Preise, die einfach nicht gehen. Es geht nicht. Ich kann es, es funktioniert nicht. Und das zeigt für mich, wenn ich ein Bewusstsein dafür habe, dass Monsanto noch auf einem guten Weg ist, aber nicht nur Monsanto, auch Firmen wie Bayer oder sonstiges auf einem guten Weg sind, wenn die es schaffen, dass ihr im Supermarkt zu jeder Zeit im Jahr in exakt gleicher Größe Zucchini, alles mögliche an Gemüse vorfindet, dann haben die schon mal ein Stück weit was geschafft. Und es gab ein sehr signifikantes Beispiel für mich. Im Frühjahr diesen Jahres war ich mal in einem Supermarkt einkaufen. Und da lag eine Biogurke exakt neben einer konventionellen Gurke. Die Biogurke kostete, ratet mal, was sie kostet. Was kostete die Biogurke? 1,25 Euro oder sowas. Ja. 2,49. Was? Jo, war teuer. So, und jetzt ratet mal, was hat die konventionelle Gurke gekostet? 59 Cent. So, 59 Cent. Leider falsch. Warte mal. 79 bis 85 Cent. 29 Cent. Ah. Ja. Also lasst uns einfach mal alle mit aufmerksamen Augen, mit wachen Augen durch dahin gehen, wo uns dieses Zeug angeboten wird und sagen, das kann nicht funktionieren. Davon kann keiner leben und es kann schon 100-mal oder 1000-mal nicht gesund sein, auf gar keinen Fall. Und deswegen starten wir heute jetzt hier den March Against Monsanto, um halt ein größeres Bewusstsein dafür zu schaffen,
dass wir verantwortungsvoll mit unserem Planeten, verantwortungsvoll mit unserer Nahrung umgehen. Und ich könnte jetzt eine Stunde darüber reden, über Politiker, die erst beim Monsanto in sehr, sehr hohen Positionen sind. Ich nenne mal einen Bekannten, Donald Rumsfeld, ein amerikanischer Politiker, der war vor seiner Karriere bei Monsanto, danach auch wieder. Die berühmten Revolving Doors, Leute, die in obersten Positionen bei Monsanto sitzen, sich hinterher in der im Gesundheitsministerium in Amerika breit gemacht haben. All das sind Dinge, die können wir verhindern, Leute. Wir können das alle verhindern. Sprecht einfach mit Leuten darüber, die das Thema angehen. Oder sprecht auch, wenn ihr sagt, wollen wir eigentlich gar nicht hören. Doch, das müssen die hören. Weil das ist, was Monsanto und andere Firmen auf der Art und Weise betreiben, ist Mord, aber in kleinen Häppchen. Und das stecke ich mir auf jeden Fall und ihr hoffentlich auch nicht in den Mund. So, wir werden auf jeden Fall eine Menge Spaß haben heute, weil parallel zu unserer sehr wichtigen Veranstaltung findet eine nicht so wichtige Veranstaltung statt, Hannover 96 gegen Freiburg um den Klassenerhalt. Und es ist der Christopher Street Day in Hannover. So, toll wäre es, wenn ihr Flyer verteilt an die Leute, die mitgehen hier. Und wer was wissen möchte, immer nett und freundlich mit den Leuten sprechen, die sich dafür interessieren und auch mitkommen können gerne. Und was mich besonders super freut ist, ich weiß gerade nicht, wo er ist. Ist er schon wieder weg? Da steht er. Steht da irgendwo, ja. Also, extra heute für den March against Monsanto kriegt mal der Tobi Kunze einen super tollen Applaus von euch allen. Hey. Er fragt gerade warum. Also ich schluss ein, du bist super sympathisch. Das reicht schon. Alle sind super. Ja, aber so, das ist mal ein Grund. Und der andere Grund ist, Tobi ist Künstler und Tobi hat für heute etwas künstlerisch vorbereitet für uns, was er nachher vortragen wird. Wir haben noch ein paar Zwischenstopps, da werden wir das einbauen. Und dann aus Berlin, extra aus Berlin, dazwischen gehört den Ralf, der jetzt den March quasi mit seinem extra für den March against Monsanto Hannover Lied komponiert hat, eröffnet wird. Viel Spaß euch allen und allen! Wir fangen mit dem Refrain an. Ich hoffe, ihr könnt ihn doch. Wir bleiben nicht stehen, wir werden hier gehen, bis wir sehen, dass ihr seht an die Gitarre, dass es geht. Unser Willen zu erfüllen, unser Willen zu erfüllen. Das Schöne ist, wenn man einen Vorredner hatte, der hat alles gesagt. Meine Ziele habe ich jetzt einmal als Traum formuliert, was ich auch sehr wichtig finde, weil Träume kann man noch nicht verbieten und ich hoffe, wir werden uns da auch entgegen zur Wehr setzen. Weil gegen die da oben müssen wir alle Mittel nutzen, die wir haben, uns dagegen zur Wehr zu setzen. Und mein lieber Bono, ich bin froh über die Leute, die hier sind und ich schimpfe nicht über die nicht da sind. Das muss ich aber sagen, das ist für euch ein Applaus. Wir träumen, dass es eine Erde gäbe, auf der für alle Platz und Raum. Ich meine Stimme nicht mehr. Ich träume diesen eigenen Traum. Den Traum von Toleranz und Frieden. Wir werden nicht gehen, wir bleiben hier stehen, bis wir sehen, dass ihr seht, dass es geht. Dass wir ohne Ängste in der Dunkelheit gemeinsam stehen, ein kleines Licht schon leuchten sehen. Und stärker wird der Schein durch lange Nächte. Das ist nämlich unser Wille, uns gegen alles zu wehren, was die da oben wollen. Wir werden nicht gehen, wir bleiben hier stehen, bis wir sehen, dass ihr seht, dass es geht. Unser Willen zu erfüllen, unser Willen zu erfüllen. Wir träumen, dass der Schein in Köpfe dringe, derer die Angst verbreiten wollen, die langsam sich vertrollen, denn unser Wille ist eine starke Klinge. Wir werden nicht gehen.
stehen, wir bleiben hier stehen, bis wir sehen, dass wir sehen, dass es geht, unseren Willen zu erfüllen, unseren Willen zu erfüllen. Wir träumen, dass wir uns nicht nehmen lassen, den Traum von Toleranz und Frieden. Auch am Tag die Hände fassen und sind wir auch noch so verschieden. Wir werden nicht gehen, wir bleiben hier stehen, bis wir sehen, dass wir sehen, dass es geht. Und dann wird es so erfüllen, unser Willen so erfüllen. Und nochmal, wir werden nicht gehen, wir bleiben hier stehen. Ihr seht, dass es geht, unser Willen zu erfüllen, unser Willen zu erfüllen. Also, guter Start schon mal. So, jetzt haben wir ein bisschen Spaß. Eine Bitte noch an euch. Ich hatte ganz zu Anfang mal geschrieben, ob jemand was sagen möchte zum Thema Monsanto. Ich denke, jeder von euch, der hier ist, hat eine Motivation, warum er hier ist. Und wenn jemand was sagen möchte, wir haben ein paar Zwischenstopps eingebaut, dann kommt bitte auf mich zu und macht's einfach. Ich gebe euch das Mikro, sagt, was ihr dazu denkt, was ihr euch wünscht, was ihr gerne anders hättet. Und jetzt gehen wir erstmal los an die Ordner. Eine Bitte an den Seiten, wenn wir die Straßen müssen gucken, dass wir alle zusammenbleiben und hier lang marschieren. Auf geht's! Unseren Willen zu erfüllen, unseren Willen zu erfüllen. Lecker essen, das macht Spaß, wir wollen keinen Gentech-Fraß. Oh, welche Wonne, Monsanto in die Tonne. Lieber Chlorophyll als Monsanto Sondermüll. Ja, das ist gut. Lieber Chlorophyll als Monsanto Sondermüll. Wunderbar. Ja, keine Lust auf diese Genmanipulierten, die alle die komplette Nahrungsmittelkette zerstört. Deswegen, es wird Zeit, dass wir auf die Straße gehen, Leute. Es sind doch eure Kinder, eure Enkelkinder, die diesen Brat essen. Und wenn ihr nicht aufpasst, wo ihr einkaufen geht, was ihr kauft, wenn es immer das Billigfleisch sein muss. Wir müssen diese Kette unterbrechen. Hört auf, diese kommerzielle Scheiße mitzumachen. Wir müssen das verändern. Wir müssen endlich anfangen, unsere Verantwortung in die Hand zu nehmen und eine saubere Zukunft für die nächsten Generationen zu gestalten. Yeah, Monsanto, go away, go away, go away. You are not welcome on our land. Monsanto, go away, go away, go away. You are not welcome on our land. Ehrliche Arbeit, dann ist das auch bezahlbar. So, ihr Lieben, bitte, bitte, informiert euch. Monsanto, Bayer, Syngenta, das sind alles kriminelle Unternehmen, Verbrecherorganisationen, legalisierte Scheiße, könnte man so ehrlich mal auf Deutsch sagen. Und ich finde, es wird endlich Zeit, dass hier ein paar mehr Leute dazustoßen, dafür, dass das ein so wichtiges Thema ist. Monsanto wird Einzug erhalten, wenn die Leute TTIP durchdrücken. Von daher, reiht euch ein, Leute. Es ist ganz wichtig. Es geht um unsere Zukunft. Wir müssen endlich Verantwortung übernehmen. Danke euch. Darf ich? Unbedingt, genau. Dicht dran halten. So, hier ist es zum Reinbrechen. Ja, ja. Brech mal rein. Ich höre nichts. Ja, 1-1. Heute ist der internationale, weltweite Marsch gegen Monsanto. In hunderten Ländern, in tausenden Städten.
Wir sind ein Teil davon. Warum? Weil Monsanto und andere Konzerne in die Bausteine des Lebens selbst eingreifen, damit komplette Ökosysteme vernichten, nur um ihr Gift, die Pestizide, verkaufen zu können, auf Kosten der Gesundheit von Menschen, auf Kosten der Gesundheit des Planeten, auf Kosten der Zukunft unserer Kinder, Enkel und Urenkel, wenn es sie denn dann geben sollte. Bayer, BASF, ehemalige IG Farben, die wir ja aus anderen Zusammenhängen kennen. Monsanto, Syngenta, DuPont, das sind diese ganzen Firmen, die uns mit Dreck überziehen. Jeder von uns hat schon Glyphosat im Blut. Das Zeug ist krebserregend und die Bundesregierung will es nicht zurückziehen. Es ist eine unerhörte Frevelei, eine Lumperei. So etwas geht einfach nicht. Man vergiftet uns mit Pestiziden und manipulierten Lebensmitteln. So etwas darf nicht sein. Und hinzu kommt, dass diese genmanipulierten Lebensmittel noch nicht einmal gekennzeichnet sind. Eine Dreistigkeit sondergleichen. Da spielen Leute Gott. Sie fuschen in die Bausteine des Lebens und sie vergiften uns. So etwas nenne ich kriminell. So etwas darf nicht sein. Es gibt Gesetze dagegen, Menschen zu vergiften. So etwas gehört schlicht und einfach verboten und verfolgt. So. Ich habe das Gefühl, es macht allen super viel Spaß. Mir macht es super viel Spaß, dass so viele tolle, engagierte Menschen auch mal ans Mikrofon gehen, die es vielleicht vorher noch gar nicht vorhatten. Und hier einfach mal sagen, warum sie heute hier dabei sind. Unterwegs ist mir gerade so ein bisschen der Hals geschwollen, als ich es gehört habe mit dem Glyphosat. Und hat mir Hilfe, danke. Mit dem Glyphosat. Ich habe vor ein paar Tagen einen Zeitungsartikel gelesen oder gehört irgendwo, dass die Weltgesundheitsorganisation empfohlen hat, dass Glyphosat nicht mehr im Handel ist. Und vor krebserregenden Risiken warnt bei Glyphosat. Und ich kann das in dem kleinen verschlafenen Städtchen Lehrte, wo ich herkomme, kann ich Roundup in einem Baumarkt kaufen. Und ich hatte mal direkt den Verkäufer gefragt, ohne zu sagen, so was ich so mache, ob er weiß, was das ist. Und sagt, ja, ja, ein hochwirksames Mittel und das wird gerne gekauft. Ja? Das kann nicht sein. Und da müssen wir Einhalt gebieten. Und alle, die wir hier sind, wir haben alle mindestens eine Stimme. Und diese eine Stimme können wir mindestens einmal verdoppeln auf jeden Fall. Und die kann sie wahrscheinlich sogar verdreifachen, weil sie ja laut sprechen kann. Und damit Leuten manchmal auf den Geist geht, das mache ich auch gerne. Jeder von euch hat die Möglichkeit, einmal in 4 Jahren mindestens zur Wahl zu gehen. Weil auf dieses Argument von der Weltgesundheitsorganisation, Glyphosat zu verbieten, also Roundup zu verbieten, hat man das Wirtschaftsministerium gefragt. Und Sigmar Gabriel, die fette Sau, hat gesagt, nein, könnte man ja eigentlich machen, aber es fehlt uns die rechtliche Grundlage dafür. So, und das sind alles Dinge, die wir entscheiden können. Ihr könnt entscheiden, gehe ich zur Wahl oder gehe ich nicht zur Wahl. Weil ich war letztes Jahr hier bei einem Europawahlkampf mal unterwegs und habe mir mal so verschiedene Politiker angehört, habe unter anderem eine Wahlkampfveranstaltung von der SPD gestört, was ich gar nicht wusste, aber es war wirkungsvoll auf jeden Fall. Und da hat Martin Schulz gesprochen, Europaabgeordneter. Und da habe ich so gedacht, ja, das klingt wirklich glaubwürdig. Aber es ist wie immer bei den Freunden, es klingt glaubwürdig, aber es ist es nicht. Wir sind mit dem, was wir wollen, viel glaubwürdiger als unsere Politiker. Und ihr habt die Entscheidung, mit eurem Einkaufszettel quasi eine Stimme abzugeben, was ihr kaufen wollt, was ihr nicht kaufen wollt. Macht's einfach nicht, kauft diesen Quatsch nicht, unterstützt bei euch lokale Händler. Versucht, ja, danke. Unterstützt. Ich bin keine fette Sau. So, aber vielleicht doch in deinen Augen. Egal. Also auf jeden Fall versucht auch mal so zu gucken, und das sind Dinge, über die wir uns keine Gedanken mehr machen, und ich schließe mich da nicht aus. Wenn ich zum Beispiel ganz bequem in einen Rewe-Laden marschiere, und unser Quartier ist Linden, wo wir tätig sind, dann, und Linden ist ein super toller Stadtteil,
dann ist, glaube ich, den meisten gar nicht bewusst, das Geld bleibt nicht in der Stadt. Das Geld geht nach Köln, oder nämlich Rewe. Unterstützt die kleinen Läden, unterstützt Landwirte. Das ging doch alles mal tausende von Jahren lang. Das ging doch alles. Ja? Warum geht das jetzt nicht mehr? Warum geht das jetzt nicht mehr? Weil Politiker in den Aufsichtsräten von Rewe und Co. sitzen und die schrauben natürlich nicht an dem Umsatz. Aber ihr könnt mit eurer Stimme, mit eurem Portemonnaie woanders hingehen, könnt sinnvoll einkaufen, könnt Gemüse selber anbauen, solange das noch geht, weil auch in der Planung ist, dass Gemüse nicht mehr angebaut werden darf im privaten Bereich. Und dann spätestens der Moment gekommen, wo ich sagen muss, da leiste ich Widerstand, weil das funktioniert so nicht. Und dass Widerstand auf eine friedliche Art und Weise funktioniert, hat spätestens Gandhi bewiesen, als er seinen Salzmarsch gemacht hat, um das Monopol der indischen Regierung zu brechen, dass sie kein Salz schürfen dürfen. Er hat Millionen auf die Waage gebracht und jeder von euch ist Gandhi, jeder hat das Zeug dazu. Keiner kann irgendwie sagen, ja, ich weiß nicht, vielleicht nicht so, ich traue mir nicht so recht, aber ihr habt mindestens einen irgendwo in eurem Umfeld, den ihr aufwecken könnt, wo ihr sagen könnt, achtet auf die Klamotten, die ihr fresst, Leute, weil das ist Tod in ganz, ganz kleinen Häppchen. Ich würde sagen, wenn wir alle so schön im Kreis stehen, nochmal, wir werden nicht gehen, wir bleiben hier stehen. Seid ihr damit einverstanden? Ja. Wir werden nicht gehen, wir bleiben hier stehen, bis wir sehen, dass ihr seht, dass es geht, unseren Willen zu erfüllen, unseren Willen zu erfüllen. Wir wollen gesunde Nahrung für alle. Nein, wir wollen lecker braten, keinen. Lecker essen, das macht Spaß. Wir wollen keinen Gentech-Fraß. Lecker essen, das macht Spaß. Wir wollen keinen Gentech-Fraß. Oh, welche Wonne, Monsanto in die Tonne. So, hältst du es mir oder willst du kaputt anmachen? So, liebe Leute, jetzt extra für uns heute Tobi Kunze aus Hannover, in Hannover, der uns hier ein bisschen einheizen wird. Und alle, die jetzt zuhören, denen das gefällt, sind herzlich eingeladen, sich uns anzuschließen und mitzukommen und ein bisschen Spaß zu haben. Tobi, herzlich willkommen und danke. Danke euch. Ich wollte vorher noch mal kurz fragen, wer ist denn jetzt zufällig hier reingeraten und weiß gar nicht, worum es geht? Wer steht denn so aus dem Neugier hier? Das sind ganz wenig Leute, das finde ich gut. Für die, die jetzt doch nicht die Hand gehoben haben und gesagt haben, ich warte erstmal ab. Wir sind natürlich gegen Monsanto hier, den weltweiten Konzern, der uns allen nur Mist serviert und mit Herbiziden hantiert und überhaupt eine ziemlich perfide Politik repräsentiert, indem er halt ziemlich viel aushebelt, sich Patente sichert und uns, und den eigenen Bauern die eigene Saat quasi unterm Arsch wegkauft und verkauft, wieder neu verkauft. Ich habe jetzt ein bisschen tröhnlich gemacht, kurz bevor ich diesen Text vorlese, möchte ich noch was erzählen. Ich habe geguckt, was haben denn die deutschen Politiker so versucht gegen Monsanto. Tatsächlich gab es auch welche von Seiten, wo man das nicht erwartet haben, die sich dabei eingesetzt. Horst Seehofer in einem seiner Lichtmomente hat versucht, den Genmais in Deutschland zu verbieten, als Schwarz-Gelb noch an der Macht war und 2009 war das, glaube ich. Und sofort kam eine Mail aus seinem eigenen Bundesministerium für Landwirtschaft und Verbrauch, dass das gar nicht schädlich sei und dass alles ganz gewöhnlich sei und dass es normal sei, dass man jetzt Genmais anbauen könnte, bedenkenlos. Und diese Mail, die kam sofort, da wusste man sofort, dass das Ministerium gar nicht mehr neutral ist, sondern schon völlig unterwandert. Weiß man auch nicht, der Bund hat versucht, das nachzuweisen, Greenpeace auch, die haben gesagt, da sind Leute drin. Die sind in Verbindung mit Monsanto, das ist weltweit so, das ist nicht nur hier so, die sind weltweit noch viel dreister in Umlauf, sage ich mal, diese Menschen, diese Lobbyisten, die Agenten, die für Monsanto Dinge durchsetzen. Und Ilse Aigner hat später, nachdem es wurde tatsächlich gerichtlich erlaubt, und Ilse Aigner hat versucht, damals in einem ihrer wenigen Lichtmomente auch, muss man auch sagen,
versucht, das wieder zu verbieten. Und dann haben sich sogar führende Wissenschaftler Deutschlands dafür eingesetzt, dass der Genbeis unbedenklich ist und dass er angebaut werden kann. Darunter das Max-Planck-Institut und hier hannoverscher Name, die Leibniz-Gemeinschaft, Leibniz-Hannoverscher Philosoph. Und unter dessen Namen will man jetzt Genmais anbauen. Ich finde, das geht gar nicht. Ich will diesen Genmais nicht essen. Ich möchte wissen, wo der drin ist. Und ich möchte das dann in den Läden verschimmeln lassen, meinetwegen. Ja. Danke. Monsanto hier, ich habe einen Text geschrieben, man muss sich jetzt mich als Vertreter vorstellen, ich habe leider keinen Anzug mit Krawatte und so, weißes Hemd oder so, ich hätte gerne einen schmierigen Anzug und Haare noch, wo ganz viel Gel reingeht, damit ich euch hier mich als Vertreter Monsantos verkaufen könnte. Und weil wir uns wie immer bei solchen Dingen wie in einem schlechten Film befinden, habe ich auch so einen Horrortitel gewählt, den man aus schlechten Filmen kennt, denn ihr wisst ja, in Horrorfilmen oder in Mordfilmen, der Mörder ist immer der Gärtner. Das ist mein Titel und ja, das geht schon so. Erste Strophe. Ich bin in Genetikexperimente verliebt. Mir wächst jetzt direkt ein 6 Meter Glied. Sorry für diese höchst billige Replik, aber dreist ist geil in der Genfabrik. Egal ob Lebensmittel, Chemie, Biotechnologie, durch unser Genie werden sie sexy wie nie. Unser Verkaufsschlager ist ein Breitbandherbizid, das weder verfliegt noch sich auf andere Felder verzieht. Ich bin ethisch gewieft, habe episch gesiegt. Ich bin vor allem immun gegen jede Kritik. Ich bin die gierigste Firma im langwierigen Krieg. Kaum ein Imperium, das so viel Knete verdient. Ich erkämpfe mir Patente unter andere Länder, ziehe wie ein Schwarm über ganze Kontinente, verteile allerhand giftige Kontingente. Menschen sind Kunden und vor allem Konsumenten. Ich sichere mir grenzübergreifend Lizenzen mit einem Herr von Rechtsanwälten, Lobbyisten, Agenten, die mich absichern gegen wissbegierige Menschen. Es reicht nicht, eine E-Mail zu senden, um mich zu bekämpfen. Und jetzt der Refrain. Nehmt eure Hand hoch. Gebt alle eure Hand hoch, das ist der Refrain. Gebt eure Hand hoch. Und ergebt euch kampflos. Und euer Saatgut, mir ist egal, was euer Staat tut. Denn er kann mir gar nichts, obwohl ich ihn austricks. Und selbst die scheiß EU steht daneben und sieht zu. Das war der Refrain, weiter geht's. Ihr wisst schon, es ist ein Rap-Song. Also ich könnte ihn auch vertonen. Mal gucken. Ist ganz frisch geschrieben heute, aus dem Drucker gezogen. Jetzt geht's weiter, zweite Strophe. Ein Global Player auf Abwägen mit Saatverträgen. Ha, egal wie viel Argwohn ganze Staaten hegen, die mir mit Akten und Regeln das Handwerk legen wollen. Doch ich klag mich ein, in meinem Garten eben. Ist alles chemisch poliert, genetisch manipuliert, alle Gutachten frisiert, die Nägel manikuriert. Jede Regierung kapituliert, mir wird frenetisch applaudiert, weil ich jetzt Firma mich ja stets artig artikuliere. Ich sitze an der Weltspitze und finde Geldspitze. Verkriechen hilft nichts, ich hab in der ganzen Welt Spitze. Unkraut verpisst sich in die hintersten Ritzen, wenn ich bisschen Gift mische und die Welt fit spritze. Yeah. Weiter geht's. Ich kummele mit Kumpeln in Washington und Brüssel. Habe überall Finger im Spiel oder den Rüssel. Den richtigen Riecher, ja, den muss man schon haben. Manipulation verstehe ich als Großaufgabe. Naturerzeugnisse sind auch nur Rohware. Wie es herrscht gerade so eine Art Notlage? Ich hetze Heere von Notaren mit reichlich Pomade in den Haaren in ganz großem Rahmen auf eure Brosamen, für die wir ohne Hohn gegen jede Nation klagen. Wie kein Brot haben, es ist doch Schokolade. Wir selbst sind seit Jahr und Tag Koprophagen. Wir kacken da, wo wir fressen, was besser ist als ein knurrender Magen. Mit Monsanto kungeln, den Bock zum Gärtner machen. Über die Macht von Obama und Merkel lachen. So viel Missstand kann ein kaltes Herz erschaffen. Aber während die nix, kann ich Ernte raffen. Gebt eure Hand hoch und ergebt euch kampflos. Gebt mir euer Saatgut, mir ist egal, was euer Staat tut. Denn er kann mir gar nichts, obwohl ich ihn mal austricks. Und selbst die scheiß EU steht daneben und sieht zu. Dritte Strophe. Ich mach euch mit Chemie fit, keep it artificially. Wer sagt, dass es TTIP nie gibt? Ach, wie silly. Und vom Bienensterben hab ich nie gehört. Meine Herbizide werden sie beschwören. Mir wird nichts vergiftet, nichts ist abgedriftet. Meine Basis ist ein hartes Diplomatenbusiness. Ihr esst meine Gerichte zum Frühstück. Ich esse eure Gerichte zum Frühstück. Wortspiel. Scheiß auf die Bienen, scheiß auf die Blumen, spricht erst der Kuchen, schweigen die Krumen. Zeigt mir die Blumen, die nehmen dem Korn nur die Sonne und Luft weg, mit uns steht es vorn. Bauern, die Jahrtausende Saat anbauten, haben jetzt den Salat mit Argusaugen. Sie werden meine Kunden mit Daumen schrauben, die mich auszahlen, wobei sie sich die Haare raufen, weil sie quasi die eigene Ware kaufen. Ja, kaum zu glauben, aber in der Tat Samen rauben. Das ist das, was wir machen. Danke.
uns für nichts schämen, weil wir uns das US-Selbstverständnis verstehen. Ja, mir ist beim Monopol die Hilfe Gottes gewiss. Ich bin die Dollar, a bitch, scheiß auf Aaron Brockovich. Profitier vom Biss wie ein Papier vom Roten Kreuz. Wenn ihr diese Leine nicht rafft, wäre ich todesenttäuscht. Hebt eure Hand hoch und ergebt euch kampflos. Gebt euer Saatgut. Mir ist egal, was euer Staat tut. Ja. Denn er kann mir gar nichts, obwohl ich ihn austricks. Und wo die scheiß EU steht daneben und sieht zu. Ich mag meine Äpfel, klebrig wie Teser. Ich trinke Blut, aber predige Leser. Ich strahle atomar, doch bezahle alles bar. Baller Äcker voll mit Glyphosat, koche den Planeten gar. Euer Protestgeschmeiß, was soll denn der Scheiß? Ich scheiße goldenen Reis und eine Tonne voll Mais. Verdammt, wir wollten zu Eis, auf meinem Konto der Schweiß. Aus sämtlichen toten Winkel, tausender Dollar Eis. Ich bin die Weinfestkönigin, hab mein Gelöbnis gesagt. Wo hab ich bloß den Mist Kürbiskutsche geparkt? Ein üppig geschmücktes Füllhorn, my way of living. Ich bin die Firma gewordene Thanksgiving. Genau. Ich will die Menschen dieser Erde ernähren. Ihnen gerne das Konzept Erdbeeren erklären. Ihnen wie der Weihnachtsmann Erträge bescheren, bis sie nur noch begehren und sich nicht mehr beschweren. Will alle Lebewesen ihre Gene entnehmen, mit verwegenerem Erbgut versehen. Das Ergebnis aussetzen und auf Feldern aussehen und Gelder ernten, wie ein Held aussehen. Ich bin der Gestalter der Zukunft und will euch belehren. Es fehlt zum Verstehen nur noch ein Sender im Fernsehen, in dem sie mich mit goldenem Mais golden ehren. Wer kann sich dem rollenden Wahnsinn noch erwehren? Monsanto, kauft bei uns, denn das ist große Genetikkunst. Monsanto, das ist der Verstand. Ihr Konsumenten habt es in der Hand. Danke. Was soll ich sagen? Ja, ich kann noch was zu sagen. Also wie gesagt, das ist wie gesagt ein ganz frischer Text, ganz frisch entstanden. Ich werde auf jeden Fall ein Lied daraus machen. Ich habe ja auch Connection in der Rap-Ecke und werde auf jeden Fall den Text für euch nochmal einsehbar auf die Seite der Demonstration stellen, wenn ihr das nochmal nachlesen wollt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Weiter geht's, wir werden weiter stehen, kämpfen und Aufmerksamkeit gewinnen, hoffe ich doch. Sprecht es weiter, tragt es weiter, vielen Dank. Sehr gut. Gut gemacht. Sehr gut. So, und ich mache hier Richtung, ne? Vier Seiten Text, das ist total schnell. Wie sagt man das? Nein, ich höre nichts. Hört ihr mich? Leute, heute ist der Worldwide March Against Monsanto. Das heißt auf gut Deutsch, heute ist der Weltmeister Marsch gegen Monsanto. Was ist Monsanto? Da denkt man, idyllisches kleines Bergkloster, vielleicht gibt es da auch einen ganz tollen Likör. Nein, Monsanto ist der größte Nahrungsmittel- und Giftproduzent dieses Planeten. Und wenn man bedenkt, dass wir nur einen Planeten haben, ist das schon ziemlich groß. So, es gibt natürlich auch noch andere Firmen, die in die gleiche Kerbe hauen wie Bayer, BASF, Syngenta, DuPont, Kleinwandlebender Saatzuchtbetriebe und so weiter und so fort. Wir stehen hier, weil wir gegen die Machenschaften von Monsanto angehen wollen. Das heißt, wir wollen, dass der Verbraucher informiert wird darüber, ob sein Essen in Ordnung ist oder nicht. Jeder von uns muss essen, das ist klar, kennt ihr alle, um mit der Sendung mit der Maus zu sprechen. Wir wollen aber gesundes Essen. Das ist aber nicht gewährleistet, weil gentechnisch veränderte Lebensmittel, die dann wahrscheinlich auch noch 3, 4, 5, 8, lass mal 6 sein, verschiedene Herbizide, Pestizide, Rodentizide und andere Ziele über gesprüht bekommen haben im Laufe des Jahres, nicht gekennzeichnet sind. Und das ist die Sauerei. Die Vertreter dieser Gruppen sagen dann, ach, ist doch alles ganz einfach, ist doch alles harmlos. Ich sage, Moppelkotze. Und zwar ist es so, die Leute sagen, früher haben die Leute einfach verschiedene Weizensorten nebeneinander gesetzt, haben das gekreuzt, sie machen das auf hohem Niveau. Nein, macht ihr nicht! Die Sache ist die, in Laboren, das ist meine künstliche Umgebung, sowas gibt es in der Natur nicht, wird gezielt, gibt es in der Natur auch nicht, Erbgut vermischt von Lebewesen, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Da sind Quallengene drin, Virengene, Bazillengene, Vogelgene, Insektengene
Ich frage euch, hat schon mal jemand gesehen, wie ein Ehrenhalm ein Insekt gepoppt hat? Ich nicht. So, diese künstlichen Lebewesen, die dann ein Gen mehr haben, wobei Gene immer von der Umgebung auch abhängig sind, in der sie existieren, es kommt also immer etwas völlig Unberechenbares raus. Diese instabilen Lebewesen brauchen jede Menge Gifte, um überhaupt überleben zu können. Diese Gifte zerstören komplette Ökosysteme. Sie bringen die Insekten um, sie bringen die Vögel um, die Kleinsäuger, die Großsäuger und letztendlich auch irgendwann uns. Das Wasser ist vergiftet. Die sagen, ach, stimmt doch alles gar nicht. Doch, das Zeug ist hochgiftig. Ich sage nur Glyphosat, aber Monsanto hat noch ein paar andere schöne Geschenke im Petto. Früher haben die DDT hergestellt, kennt ihr vielleicht. Etliche Vogelarten sind ausgestorben, an den Rand der Ausrottung gekommen. Menschen haben damals Krankheiten bekommen, von denen kein Doktor wusste, wie er dagegen ankämpfen sollte. Einige wurden als Polio-Patienten behandelt, obwohl sie vergiftet waren. Und ja, das ist die Problematik. Und es kommt noch besser. Früher hat man sogar Kindertapeten mit DDT eingedieselt und die Kinder haben das Tag für Tag, Jahr für Jahr eingeatmet. Und kein Wunder, dass wir heute alle irgendwo krank sind, Allergien haben und gesegnet sind die, bei denen es nicht so ist. So, nun kommen wir dazu, dass Monsanto auch in Vietnam seine Pfoten drin hatte. Was haben die gemacht? Die haben Agent Orange hergestellt. Dann haben sich dann Böhringer Ingelheim betätigt, Dow Jones hat sich betätigt, die Dow Chemical. Und die haben dann dazu geführt, dass komplette Landstriche in Vietnam vernichtet wurden, vergiftet und die Leute kriegen heute teilweise in der dritten, vierten, fünften Generation immer noch geschädigte Kinder oder leiden an den Folgen. Und was sagt die US-Regierung? Hoppelkotze, wir zahlen nicht. So, ich denke, eine Firma, die dazu übergeht, Sachen zu verschweigen, überall ihre Anwälte reinzujagen, Leute verhungern zu lassen, wie in Indien geschehen, wo die Missernten dann nicht kompensiert wurden und die Gegner zusammenschlagen lässt, wie in Argentinien. Solchen Firmen können wir und dürfen wir nicht unsere Gesundheit, unsere Nahrung, unsere Zukunft anvertrauen. Ich danke allen, die zugehört haben, auch die, die vielleicht ein bisschen skeptischer sind. Lasst das mal sinken. Ich wünsche allen ein schönes Pfingsten und nieder mit Monsanto. Jetzt geht's. Ich bin gerade von der Polizei darauf aufmerksam gemacht worden, dass wir doch bis 17 Uhr fertig sein wollen. Wir haben ein bisschen Weg vor uns. Und ich würde sagen, lass mal weitergehen, lass uns noch Leute mitnehmen. Und ich finde es eine ganz, ganz, ganz großartige Veranstaltung. Wir sind echt die besten, tollsten Leute, die ich mir vorstellen kann, die heute hier sind. Danke an euch. Super toll. Gehen kann, ob in Hamburg, in München oder in Hannover. Die Uniformität der Innenstädte ist, wie ich finde, super erschreckend, mit besonders schlimmen Läden, wo Leute in großen Papiertüten tonnenweise Billigklamotten rausschleppen. Wir haben Alternativen dazu und wir sollten die nutzen und uns auf regionalen Handel zurückbesinnen und gucken, dass wir auch da auf dem Gebiet wieder Vielfalt bekommen, die gerade ein Stück weit verloren geht. Jawohl. Genau. Und dann noch ehrliche Löhne für ehrliche Arbeit für alle, damit wir das dann auch bezahlen können. Ich wiederhole mich jetzt einfach mal mit dem, was ich letztes Jahr gesagt habe, weil es hat sich noch nichts signifikant wirklich geändert. Ich habe im letzten Jahr im Vorwege recherchiert, mal einfach, also ich habe mir als Ausgangspunkt erstmal die Doku angeschaut, Monsanto mit Gift und Genen. Wer von euch hat den Film noch nicht gesehen? Ihr wisst ja, was ihr heute zu tun habt. YouTube. ihr findet das bei YouTube. Für mich war diese Dokumentation, die wirklich super sauber gut gemacht ist, der Anlass, diesen March Against Monsanto hier ins Leben zu rufen und halt mein Umfeld auch darüber zu informieren. Ich habe hinterher oft gehört, ja gut, der Film dauert 2 Stunden 40 Minuten. Gibt's das nicht auch in Kurzform?
Wir kennen das natürlich, ja, wir sind in einer schnelllebigen Zeit, wir schicken Sprachnachrichten per WhatsApp, weil uns das Tippen schon zu lästig geworden ist. Aber die Wahrheit und das, was täglich passiert in den Firmen von Monsanto und anderen, das gibt's auch nicht in Kurzform, das gibt's live und in voller Länge. Und ich habe mir dann mal angeschaut, wie ist denn der Fernsehkonsum der Deutschen so im Schnitt. Der Deutsche, Durchschnittsdeutsche in Anführungszeichen, schaut im Tag ungefähr 3 Stunden und 5 Minuten Fernsehen. Das sind mal eben 25 Minuten länger als Monsanto mit Gift und Gen. Und dann, super erschreckend, ratet man einfach so, was die 3 beliebtesten Fernsehsendungen in Deutschland sind. Okay, wir hören, ich höre gerade Dschungelcamp zum Beispiel. Treffer ist auf jeden Fall dabei. Bauer sucht Frau. Das passt doch perfekt zum March Against Monsanto, oder? Bauer sucht Frau. Weitere Ideen, was die liebsten Sendungen sind? DSDS. DSDS kann auch dabei sein, super beliebt auf jeden Fall. Aber es ist zum Beispiel, Wetten, das? Und da weiß ich aus eigener Erfahrung, dass diese Sendungen schon mal gerne länger als 2 oder 3 Stunden dauern. Also wären diese 2 Stunden 40 super gut investierte Zeit, damit wir alle ein Bestandteil davon sein können, die Welt zu einem etwas besseren Planeten zu machen und Firmen wie Monsanto zu stoppen. So, da wir ein bisschen eng im Zeitrahmen sind, würde ich vorschlagen, wenn euch mal was sagen möchte, immer gerne. Aber ansonsten gehen wir einfach weiter und folgen den freundlichen Menschen von der Polizei in ihrem wunderschönen Auto. Wir machen heute hier den March Against Monsanto, der findet weltweit in über 100 Ländern statt, in Tausenden von Städten. Und Monsanto, wer möchte das wissen überhaupt? Ihr wollt das hören? Okay. Die kennen das nicht, genau, okay. So, Monsanto ist eine der bösesten Firmen, die es auf diesem wunderschönen Planeten gibt. Und könnte übrigens dazu führen, dass ihr vielleicht noch euch nachher fragen könnt, wo der euer Tee herkommt, den ihr in dieser wunderbaren Teestube trinkt, ob der eventuell genmanipuliert angebaut worden ist, dann könnte es sein, dass euch auch bald mal ein drittes Ohr wächst oder sowas. Weil das sind halt Dinge, die passieren schleichend, die passieren nicht sofort, sondern was Monsanto betreibt mit seinen Saatguten, mit seiner Saatgutpolitik ist verbrecherisch. Ich gebe da mal so eine kleine Geschichte wieder, was Monsanto so ausmacht. Stellt euch mal vor, ihr seid kleine Kinder und eure Eltern sind Bauern und die bauen Baumwolle an, die dann idealerweise hinterher für 2 Cent 30 bei Primark in großen Papiertüten verhökert wird. Und jetzt wird euren Eltern versprochen, und ihr glaubt euren Eltern, und eure Eltern sind schlaue Menschen, denen wird versprochen, wenn ihr unser Baumwollsamen anpflanzt, dann sind eure Erträge deutlich höher, weil die Schädlinge dem nichts mehr anhaben können. Und umso mehr werdet ihr ernten können. So, die Eltern machen das und kaufen das und bauen damit Baumwolle an. Und oftmals haben die das Geld dafür nicht, oder eure Eltern haben auch im speziellen Fall das Geld dafür nicht, das aus eigener Tasche zu finanzieren. Und dann ist die Firma Monsanto so freundlich und sagt, wir geben euch das Geld, das läuft ja hier bald alles. Ne? Wachsende, blühende Landschaften, kennen wir ja von vielen Politikern, gibt es aber auch in der Wirtschaft. Und jetzt pflanzt dieser Bauer diese Baumwolle an und freut sich riesig darauf, die ersten Erträge zu erzielen, muss aber hinterher bitter enttäuscht feststellen, das ist leider nicht aufgegangen, der Plan, hat nicht funktioniert. Im Gegenteil, deutlich weniger Ernte, deutlich weniger Ertrag und auch dem gleichen Schädlingsbefall. So, die Ernte ist vernichtet und somit auch die Existenz eurer Eltern. Und stellt euch vor, eines Tages, weil euer Vater, eure Mutter den Bauernhof verkaufen musste oder den Hof verkaufen musste, wo die Baumwolle angepflanzt wird, findet ihr euren Vater oder eure Mutter tot vor oder auf, weil die nämlich exakt das Pflanzenvernichtungsmittel getrunken haben, um sie aus lauter Verzweiflung
das Leben zu nehmen. Dafür steht Monsanto. Und dafür stehen auch unsere Medien, die darüber nicht berichten, dass die Selbstmordrate bei Landwirten in Indien, die Baumwolle anbauen, ich glaube, 70% gestiegen ist. Das wäre auch nicht so gut, das zu hören und das in der Breite mitzubekommen, weil dann die Verkäufe zurückgehen. Und es geht bis in die kleinsten Verästelungen hinein, dass Journalisten darüber nicht berichten dürfen. Ich hatte neulich die Gelegenheit, mal bei NDR Info ein Interview zu geben, was im Ende Juni erscheint. Ich habe lange vorher mit der Reporterin auch gesprochen, die auch sagte, wir dürfen über Monsanto maximal in einem Nebensatz etwas sagen oder über die Machenschaften schon mal gar nicht. Und eine Bekannte von mir aus Hamburg, die eine eigene Sendung hat, die wollte ich im letzten Jahr dazu motivieren, vielleicht ob sie mal irgendwas über Monsanto machen kann, und habe ihr erstmal eine ganz unverfängliche Nachricht über einen Messenger geschickt. Und die Antwort, ich gebe die jetzt so ungefähr wieder, wie ich es im Kopf habe, war wirklich erschreckend, dass sie gesagt hat, das kann ich nicht bringen. Wenn ich das bringe, dann werde ich gefeuert. Und dann, sie hat es aus dem Studio in Hamburg geschrieben, war echt erschreckend, weil ich nur dachte, was, das gibt's doch gar nicht. Und dann sagte sie, es gibt in Deutschland keinen kritischen Journalismus mehr. Wer kritisch berichtet oder sich engagiert, fliegt heraus. Und ich kann nur jedem von euch das Buch, was ich gerade gelesen habe, super ans Herz legen, von Udo Ulfkotte, Gekaufte Journalisten. Ich schwöre euch, ihr lest hinterher keine Zeitung mehr und ihr guckt auch keine öffentlich-rechtlichen gezwungenen Medien mehr. Das ist vorbei, weil die wiederum ein wunderbares Transportmittel eigentlich dafür wären, das zu verbreiten, was Monsanto so ausmacht, und kritisch darüber zu berichten. Aber exakt das geschieht nicht. Also jeder von euch hat die Möglichkeit auch, selber Journalist zu sein. Den großen Zeitungen wie Spiegel oder Faz oder Welt brechen die Abonnentenzahlen weg. Und das ist auch gut so. Informiert euch im Internet. Es gibt so viele Möglichkeiten und Wege, sich zu informieren, dass ihr das alles nicht mehr braucht. Da wir immer noch eng im Zeitrahmen sind, könnte natürlich noch mal jemand gerne was sagen, außer mir. Ja, du hast auch nicht vergessen, nicht nur die indische Landwirtschaft geht kaputt oder die mexikanische, vor allen Dingen auch unsere Wirtschaft, wenn die kaputt geht, dann ist dieses Stichwort Monsanto, das scheint wirklich irgendwie mit dem Mysterium des Nicht-Erwähnens zu befangen zu sein. Ne? Also nicht über Monsanto sprechen am besten, und deswegen sind wir heute auf der Straße, um über Monsanto zu sprechen. Das ist ganz wichtig, um ganz vielen, und wenn die Leute, die hier in diesem wunderschönen, gemütlichen, plüschigen, kleinen Kaffee sitzen und sich freuen, ihren Tee zu trinken und sagen, ach, wie wunderbar ist die Welt, überprüft es mal, wo kommt euer Tee her? Also nicht, dass die Leute dann im Laden keinen Okay-Tee verkaufen, das weiß ich nicht, aber überprüft es einfach mal. Und wenn ihr alleine nur den Namen Monsanto heute gehört habt, das heute Abend mal googelt, habe ich oder haben wir schon mal alles erreicht, und vielleicht seid ihr im nächsten Jahr bei uns mit dabei oder dieses Jahr im Oktober. Wollen wir weiter oder wollen wir noch was singen? Ja, ich warte mal. Ich würde sagen, wir singen diesen wunderschönen Menschen, die von allen Seiten hierher gucken, auch nochmal das schöne Lied vor. Sie haben es sich verdient. Vor allen Dingen soll auch darauf hinweisen, dass wir immer die Möglichkeit haben, uns zu wehren, in einer Form auch immer. Manchmal ist es mit Musik oder in meinem schönen Refrain dann halt auch möglich. Auf alle Fälle ist es wichtig, sich zu wehren und nicht alles zu glauben, was von da oben kommt. Wir werden nicht gehen, wir bleiben hier stehen, bis wir sehen, dass ihr seht, dass es geht. Unseren Willen zu erfüllen, unseren Willen zu erfüllen. Wir träumen, dass wir alle ohne Ängste in der Dunkelheit gemeinsam stehen, ein kleines Licht schon leuchten sehen, und stärker wird der Schein durch lange Nächte.
Wir werden nicht gehen, wir bleiben hier stehen, bis ihr seht, dass ihr seht, dass es geht. Für unseren Willen zu erfüllen, unseren Willen zu erfüllen. Und nochmal, wir werden nicht gehen, wir bleiben hier stehen. Bis wir sehen, dass ihr seht, dass es geht. Unseren Willen zu erfüllen, unseren Willen zu erfüllen. Danke an Ralf, dass er mal wunderschöne Extra für den March Against Monsanto Hannover 2015 liegt vor uns vorgesungen hat. Mir fiel gerade mal was an, was ich loswerden möchte. Und zwar, ich kriege sinngemäß hin, und zwar ein Zitat von Rudi Dutschke. Kennt ihn jemand nicht, Rudi Dutschke? Ja, ihr kennt ihn alle. Studentenführer aus den 60er Jahren. Wenn man den Führer nennen will. Rudi Dutschke hat mal gesagt, irgendwann in den 60ern, späten 60ern, wir haben eine Regierung, die unsere Interessen nicht vertritt. So, jetzt sind seitdem 8 oder 10 Legislaturperioden vergangen und es hat sich nichts geändert. Und Rudi Dutschke ist an den Spätfolgen eines Attentats, was durch die Springerpresse maßgeblich ausgelöst worden ist, 1980 verstorben. Und ich wünsche mir einfach, dass wir alle ein Stück weit mehr aufwachen, dass wir uns umschauen nach den neuen Rudi Dutschkes, dass jeder von euch hat das Potenzial dazu, das zu machen, weil er hat es mit einfachsten Mitteln gemacht. Er ist auch nur, in Anführungszeichen, auf die Straße gegangen. Der Mann war mutig. Ich wünsche uns allen viel mehr Mut zurück, wenn irgendetwas uns stinkt oder nicht passt, dass wir Mut zurückbekommen, etwas zu machen. Und Not macht erfinderisch und es geht immer irgendetwas. Ein kleines Beispiel für das, was er gemacht hat, was ich großartig finde. Er wurde halt irgendwann für das System so gefährlich, dass man Demonstrationen verboten hat. Und dann hat er was sehr, sehr Schlaues gemacht und hat einfach gesagt, wir machen die Demo trotzdem, weil die ist viel zu wichtig, aber verkleidet euch bitte alle als spießbürgerliche Spaziergänger. Und wir gehen auf den Kurfürstendamm, bringen unsere Botschaft in das Volk und wenn wir von der Polizei aufgegriffen werden, dann sagen wir gehen spazieren. Und es war eine der erfolgreichsten Demos überhaupt und das können wir alle. Machen wir auch nicht, wir machen es ja gerade, wir gehen spazieren und erzählen nebenbei den Leuten, die es hören wollen oder auch nicht, was über Monsanto. Und das ist großartig, wir sind echt großartige Leute. Macht euch mal bewusst, dass ihr alle großartig seid. Wir sind großartig. Nichtsdestotrotz, let's carry on, weiter geht's. Ich weiß gar nicht, wo lang, aber... Und lernt auch unsere Idole in Frage zu stellen, wie zum Beispiel Mutti Merkel. Ja? Die ist für vieles zuständig, was hier in dieser Richtung passiert. Ja, vieles. Jetzt müsste ich nur mal wissen, wo es weitergeht. Wo ist denn der Freundlichkeit? Wir sind alle Griechen. Wir sind alle irgendwie Griechen, ja. Ja, was? Ich muss auch ganz erhebliche Sparmaßnahmen bei mir einziehen lassen, damit ich überlebe, ja. Ich trinke aber trotzdem. Wenn die eine oder andere in die Route ein bisschen komisch vorkommt, mag das daran liegen, halt wie gesagt, dass wir heute 3 Veranstaltungen haben. Hannover 96 spielt gegen den SC Freiburg im Klassenerhalt. Dann noch den Christopher Street Day und dann die bedeutendste Veranstaltung heute überhaupt, den March Against Monsanto. Und wir müssen jetzt etwas tun, bevor es zu spät ist. Ich glaube zwar schon, es ist schon ein bisschen später, aber vielleicht können wir noch ein bisschen was retten. Und wir müssen wirklich anfangen aufzustehen, liebe Leute. Fangt euch an zu interessieren für euer eigenes Leben. Bitte schaut auch von euren Smartphones, weil wenn wir das nicht langsam tun, dann eines Tages werden wir hochgucken und nichts mehr um uns herum sehen. Es wird keine Bäume mehr geben, keine Blumen. Überall werden nur noch Plastikkübel aufgestellt, Plastikpflanzen, weil es einfach nichts Echtes mehr gibt. Es kann doch nicht sein, dass wir das zulassen. Ich appelliere an eure Verantwortung. Unser Zukunft gegenüber. Liebe Leute, wir wollen euch hier nichts abstreiten. Natürlich dürft ihr auch Fleisch essen, aber bitte artgerechte Haltung. Und ich weiß nicht, es macht mich echt traurig zu sehen,
sehen, wie wenige wir heute eigentlich sind. Es ist eine weltweite Aktion. Hunderte von Ländern, Tausende von Städten sind auf den Straßen. Hannover, Hauptstadt Niedersachsens. Warum sind wir nur so wenig? Reiht euch ein, liebe Leute. Ihr wisst es auch. Es sind eure Lebensmittel, eure Zukunft. Es ist nicht nur für uns. Ich freue mich natürlich, dass wir noch so ein Stück weit unser Leben hier genießen können, uns ablenken können von den ganzen Gräueltaten, die in der Welt passieren. Aber wenn wir nicht langsam unsere Augen öffnen, dann können wir sie bald gar nicht mehr öffnen, weil dann ist es zu spät. Und ich fände es wirklich schön, wenn auch der Junggesellinnenabschied sich hier einreihen würde, weil es ist auch eure Zukunft, für die wir hier gehen. Wenn ihr Bio-Lebensmittel da habt, dann machen wir das.